Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. In der heutigen Review stelle ich euch diesen Shooting Brake vor, und zwar den neuen Kia Proceed GT. Hier erstmal die allgemeinen Fahrzeugdaten. Der Proceed GT leistet 204 PS und hat ein maximales Drehmoment von 265 Newtonmeter. Geschaltet wird mit einer 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Von 0 auf 100 vergehen 7,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Basispreis bei unserem Testfahrzeug als GT liegt bei 31.190 Euro. Unser Kia hat einen 50-Liter-Tank. Der Durchschnittsverbrauch ist mit 6,2 Liter angegeben und es erfüllt die Abgasnorm Euro 6 D-Temp. Das Kofferraumvolumen beträgt 594 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 1545 Liter. In diesem Video werde ich zwar hauptsächlich auf den GT eingehen, allerdings werde ich zwischendurch auch allgemeine Dinge über den Proceed ansprechen. Fangen wir mit den Motoren an. Es gibt insgesamt drei verschiedene Motoren, und zwar zwei Benziner und einen Diesel. Der kleinere Benziner und der Diesel gibt es aktuell nur als GT-Line. Bei allen drei Leistungsstufen könnt ihr wählen zwischen einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder der 7-Gang-Automatik. Dann kommen wir mal zur Optik. Typisch für den GT ist die rote Zierleiste an der Front und die roten Warmeinsätze im Kühlergrill inklusive das GT-Logo. Die LED-Scheinwerfer sind im Proceed allgemein serienmäßig und bietet eine optimale Sicht. Beim GT fallen die Nebelscheinwerfer weg, die sind nur im normalen Proceed bestellbar. Auch eine typische Besonderheit an diesem Wagen sind die roten Zierleisten an den Seitenschwellern. Der GT steht serienmäßig auf 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Unser Testfahrzeug hat aktuell die Winterbereifung drauf. Ich blende euch kurz ein Bild ein, welche Felge man normalerweise bekommt. In der GT-Line steht der Proceed serienmäßig auf 17 Zoll Leichtmetallfelgen, die 18 Zoll Felgen wäre dann optional. Die Farbe von unserem Testwagen ist in Deluxe Weiß. Insgesamt bietet Kia für den Proceed allgemein 10 verschiedene Farben an. Speziell für den GT stehen jedoch nur 8 Farben zur Verfügung, denn zwei bestimmte Farben gibt es nur in der GT-Line. Das markanteste Merkmal am Heck sind die durchgezogenen LED-Rückleuchten. Hier sind zwei Nachtaufnahmen, um euch zu zeigen, wie es im Dunkeln aussieht. Die Auspuffblenden sehen schick aus und passen gut zu dem Fahrzeug. Der Proceed GT hat serienmäßig eine Klappenauspuffanlage. Die Optik ist zwar Geschmackssache, jedoch kann sich das elegant sportliche Design vom Proceed sehen lassen. Mit dem Smart Key könnt ihr das Fahrzeug schlüssellos öffnen. Am Türgriff ist ein Knopf, um den Wagen zu entriegeln oder zu verriegeln. Unser Testwagen hat eine sensorgesteuerte Heckklappe. Das finde ich sehr praktisch, wenn man keine Hand frei hat, denn ihr braucht nur auf das Auto zugehen und die Heckklappe öffnet sich dann automatisch. Die elektrische Heckklappe ist im GT serienmäßig. Dann kommen wir mal zum Innenraum. An der Türverkleidung, am Schaltknauf und an den Sportledersitzen haben wir die roten Kontrastnähte. Die roten Nähte und das GT-Logo in den Sitzen ist eine Besonderheit im GT. Bei der GT-Line hat man die Kontrastnähte in Grau und statt einem GT-Logo hat man einen GT-Line-Logo. Die vorderen Sitze sind elektrisch verstellbar. Speziell auf der Fahrerseite haben wir eine Memory-Funktion, die ist im Komfortpaket enthalten und ist aufpreispflichtig. Hinten im Fahrzeug hat man ein ausreichendes Platzangebot. Die äußeren Sitzplätze sind beheizbar und für die Passagiere gibt es zwei Cupholder. Ich selber bin um die 1,80 groß und habe hinten genug Beinfreiheit und trotz Coupé-Linie genug Kopffreiheit. Dann kommen wir mal zum Infotainment-System. Wir haben hier einen 8 Zoll Touch-Display. Unterhalb am Bildschirm haben wir die Analogknöpfe. Über Apple CarPlay oder Android Auto könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden.
Eine Rückfahrkamera ist auch mit an Bord und die ist außenstehend. Es hat zwar den Nachteil, dass es verschmutzen kann, ansonsten wird dadurch das Ausparken erleichtert. Für eine gute Klangqualität sorgt die JBL Soundanlage. Dieses Soundsystem ist im aufpreispflichtigen Navigationspaket mit enthalten. Allgemein ist die Mittelkonsole im ProSeat übersichtlich eingerichtet und einfach zu bedienen. Hier haben wir einen Ablagefach und darüber ist die induktive Ladestation. Somit könnt ihr euren Smartphone kabellos laden. Das Sportlederlenkrad sieht nicht nur gut aus, sondern es ist auch leicht zu bedienen. Auf der rechten Seite ist die Steuerung zum Beispiel für das Bordcomputer. Auf der linken Seite steuert man das Infotainment-System. Wir haben hier eine analoge Tachoanzeige und in der Mitte einen Digitaldisplay. Wie schon bereits erwähnt, kann man über das Lenkrad die Einstellungen ändern. Ich persönlich bin hauptsächlich mit dem Digitaltacho gefahren. Dann kommen wir mal zum Fahreindruck. Der ProSeat GT hat zwei verschiedene Fahrmodi, und zwar einmal Normal und Sport. Im Normalmodus fährt sich der GT wirklich angenehm. Am Anfang des Videos habe ich erwähnt, dass in diesem Fahrzeug eine Klappenauspuffanlage verbaut ist. Bei geschlossener Klappe hört man nur ein leichtes Surren vom Motor, ansonsten ist es leise im Innenraum. Viele Assistenzsysteme, wie zum Beispiel der Spurhalteassistent, tragen zum Fahrkomfort bei. Das Fahrwerk in diesem Fahrzeug ist zwar straff abgestimmt, aber es ist immer noch komfortabel. Im Sportmodus dagegen sind die Klappen offen und somit klingt der Sound kerniger. Die Gasannahme ist sensibler, die Lenkung ist direkter und das Doppelkupplungsgetriebe schaltet schnell und präzise in den nächsten Gang ohne Verzögerung. Mit 204 PS geht es gut vorwärts und der GT fährt sich agil in den Kurven. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Der ProSeat GT bietet einen guten Kompromiss zwischen Alltag und Sport. Denn es sieht sportlich aus und ist sportlich, aber es ist trotzdem alltagstauglich und praktisch. Das gleiche gilt auch für den Innenraum. Es ist sportlich eingerichtet, aber auch komfortabel und das Cockpit macht für mich einen wertigen Eindruck. Bei Kia hat man 7 Jahre Garantie und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat man ein Auto mit sehr viel Ausstattung. Aber das Allerwichtigste ist, man hat im ProSeat GT auf jeden Fall Fahrspaß. Bei meinem PUV Test Drive Video haben einige den 1.6er Motor kritisiert und dazu möchte ich meine Meinung dazu äußern. Natürlich hätte es den GT nicht schlechter gemacht, wenn es die 2 Liter Maschine vom i30N übernommen hätte, aber ich hatte im Kia nicht weniger Fahrspaß als im Fastback N. Für die neuen Zuschauer, ich habe bereits zum Hyundai i30N auch ein Video dazu gemacht und jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den ProSeat GT? Schreibt es mir in den Kommentaren. Das war's mal wieder mit dem Video und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo herzlich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein!